Haben die das überhaupt mitbekommen? Haben die das mitbekommen mit dem mit Stadelhofen, Säcki? Haben die das mitbekommen? Wie fest haben die das mitbekommen? Ja, nein, nein. Nur so am Rand? Nein. Ich meinte am Samstag oben. Ja, am Samstag oben hat es in Stadelhofen in Zürich eine Schlägerei gegeben. Es hat die Videos auf TikTok, die man vielleicht gesehen hat. Es hat eine Schlägerei gegeben. Und dort sind zwei Schwule angegriffen worden. Und die sind zufälligerweise, wie man sagt, ich meinte, das stimmt, ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, aber ich meinte, das sind zwei TikToker gewesen. Die sieht man ab und zu auf der For You-Page, zwei Schweizer TikToker, die sind angegriffen worden in Stadelhofen, Zürich. Und was ja schon mal scheiße ist, logischerweise, obviously, dass die angegriffen werden, wenn wir gar nicht drüber reden, oder dass sie abgeschlagen werden. Ich weiß halt nicht, ob die Schlägerei haben, weil sie halt schwul sind oder weil etwas anderes gesehen ist, aber auf jeden Fall sehr wack, das wird nicht passieren. Und dann hat an dem oben der Säcki einen Livestream gemacht mit dem Gusti zusammen. Der Gusti ist auch ein TikToker. Und dann haben sie irgendjemanden in den Stream hineingenommen. Und dann hat jemand gesagt, ey, yo, bei Stadelhofen sind zwei Leute abgeschlagen worden, oder nicht abgeschlagen, geschlagen worden, zwei Schwule. Und dann hat er gelacht im Stream. Der Clip gibt es noch irgendwo. Auf Twitter habe ich ihn mal gesehen. Man sieht im Clip nicht ganz, ob er das gelacht hat, dass zwei Schwule verschlagen worden sind. Oder aber einfach so lacht. Man weiß ja beim Säcki, dass er immer so lacht nach einem Satz oder so. Auf jeden Fall. Er ist, glaube ich, recht drunk gewesen. Was ich schon mal scheiße finde, weil man nicht online gehen, wenn man drunk ist, obviously. Weil genau dann passiert der Shit. Aber was mich so ein bisschen mehr aufgeregt hat an dieser ganzen Sache, ist erstens, dass halt zwei Schwule abgeschlagen worden sind, was gar nicht geht. Und dass es halt auch noch TikToker sind. Und dass mega viele TikToks postet worden sind auf TikTok. TikToks sind auf TikTok postet worden von dieser Schlägerei von diesen Leuten. Und huere viele Leute haben dann in den Kommentaren geschrieben, Stadi-Szene, mega geil, bla bla bla. Was mich auch so aufregt, weil ich halt TikTok mache und dann wirft es halt wieder so ein übel Wax-Licht auf TikTok. Was mich aufregt, weil ich halt einerseits von dem auch lebe. Und andererseits macht halt der Gusti, den ich auch persönlich kenne, haben wir mit dem auch schon zu tun gehabt. Er macht halt die Videos bei Stadi-Szene oder Stadi-Szene und ich habe das Gefühl, die Videos helfen jetzt der ganzen Situation auch nicht, dass es dort ruhiger ist. So, die Videos sind halt übel so Alkoholverherrlichung, Scheiß machen im Ausgang, einfach rumschreien. So fühle ich jetzt vom Content gar nicht so, was er sonst macht. Finde ich eigentlich noch recht easy mit den Songs zum Teil. Aber so die Stadi-Szene ist jetzt nicht so mein Vibe, auf jeden Fall. Ja, das, was der Säcki gemacht hat. Also wenn der Säcki wirklich gelacht hat wegen dem schwulen Dings, also dann ist halt absolut Schmutz. Sorry, Säcki. Kannst halt nicht machen live. Aber man weiß halt nicht genau, ob er wegen dem gelacht hat oder nicht. Auf jeden Fall hat er dann ein Statement rausgehauen auf Insta, wo er sich entschuldigt hat. Das Statement ist jetzt so lala gewesen. So, ja, okay, ich habe etwas gemacht, sorry, ich setze mich für das ein und so. Aber ja, man weiß nicht genau, wie ernst das im Stream war. Es ist jetzt auch nicht so ein riesen Ding gewesen, und ich will ja nicht das riesen Ding draus machen, aber finde es ein bisschen schade für die ganze, wieder für die ganze Influencer, also nicht Influencer, sondern Social Media Szene. So. Es zieht halt einfach alles an. Weißt du, dann kommt wieder ein Artikel dort über das, kommt ein Artikel dort über das und es zieht alles wieder an. Aber, und wir geben uns halt hure Mühe. Weißt du, Maelo gibt sich Mühe mit Streams, YouTube wieder, wenn dann das Zeug vorbei ist, ich gebe mir Mühe, Nati gibt mir Mühe. Aber dann zieht, so Shit zieht dann halt alles wieder an, you know? Aber 5 plus 5 ist 10, das ist natürlich so. Aber was denkt ihr so ein bisschen von dem? Trotzdem, egal ob man lacht oder wegen dem, man lacht einfach nicht in so einer Situation. Beim Säcki ist es halt so schwierig zu sagen, weißt du, lacht jetzt wegen dem, was ich gesagt hat oder nicht. Ich kann es schon verstehen, dass man einfach lacht. Also nicht wegen dem schwulen Ding, sondern vielleicht hat es nicht richtig verstanden oder weiß nicht was. Kann man noch einigermaßen entschuldigen, aber wenn es halt ernst gemeint ist, dann ist es halt obviously wack, you know? Ist halt obviously wack dann. Schwul hier oder her, leben und leben lassen. Leute verprügeln aufgrund von der Sexualität, wack, safe. Ganz ehrlich, Stadi, dort will ich einfach nicht chillen zu oben. Ich weiss nicht so, das ist auch nicht mein Why. Wenn ich zu oben auf Basel gehe oder auf Zürich, dann an einem Ort, wo es chillig ist, wo man mit Leuten kann reden, irgendwie auf ein nice Wesen, wo man weiss, es ist nice, aber so bei Stadi, oder es gibt auch zu Basel so Orte, du weißt auch, wenn du dort anlaufst, die Stimmung ist echt toxisch. Es ist wie das Open Air Frauenfeld. Das Open Air Frauenfeld ist nicht chillig. Es ist wirklich die ganze Zeit so eine Stimmung, die einfach so ein bisschen, wie sagt man denn, so ein bisschen angespannt ist. Und das finde ich auch wack so. Also weißt du, wer bist da die zu oben ernsthaft gerade chillen? Säcki, immer ein schwieriges Thema. Wo chillst du ab und zu in Basel am Oben? In Basel, am Rhein, aber es gibt auch am Rhein. Ich sag's, es ist, am Rhein gibt es auch so verschiedene Zonen. Zum Beispiel zwischen der Mittleren Brücke, das sagt jetzt denen, die aus Basel kommen, nichts, aber zwischen der Mittleren Brücke und der nächsten Brücke Richtung Deutschland. Ich weiß nicht, wie sie heisst. Also kritische Zone. Chill ich nicht gerne dort. Chill ich nicht gerne, muss ich ehrlich sagen. Aber so
zwischen der Mittleren Brücke und der Brücke Richtung Tägeli Museum. Dort ist wieder chilliger. Und Hafen ist auch chillig. Ja, es gibt in jeder Stadt so Orte, wo wack sind. Aber Stadi fühle ich auch gar nicht. Fühle ich nicht dicker. My heart.